Nachdem der Zoo aufschlug und das noch stattfinden konnte, freute Fritz sich tierisch und konnte den Tag kaum erwarten. Der Vater etwas genervt. Am Ticketschalter angekommen, ärgerte dieser sich tierisch über die Eintrittspreise. Er konnte es nicht fassen. Schock vor Wut und genervt bezahlte er jedoch den Eintrittspreis und ging daraufhin in ein Kaffee trinken. Doch bevor der Tag nun beginnen konnte, wollte die Mutter unbedingt noch ein Foto von Fritz machen für das Familienalbum. Sie suchte in der Tasche nach der Kamera. Doch nein, was? Haben die etwa den Fotoapparat vergessen? Doch dann, puh, Erleichterung, der Fotoapparat ist gefunden. Fritzchen, guck mal schön. Nachdem sie das Foto nun passierten und die Mutter einen Augenblick nicht aufpasste, sah Fritz das Löwengehege und rannte sofort dorthin. Dort, ein riesiger Löwe. Er ging auf Fritz hinzu, riss das Maul auf und schleppte Fritz durchs Gesicht. Die Mutter, puh, das ist nochmal gut gegangen. Fritzchen, du darfst einfach im Zoo weglaufen. Das ist gefährlich. Sie gingen weiter. Da, das Alligatorgehege. Fritzchen rennt dorthin. Er lehnt sich etwas zu weit über das Geländer. Und schreckt. Er rutscht aus, fällt hinunter. Die Mutter starrt vor Angst.